Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es im Porsche Museum. Ist nicht ganz korrekt gesagt. Wir sind in der Sammlung fürs Porsche Museum. Egal. Ich sag trotzdem nochmal ganz förmlich Hallo, Benni. Und jetzt mit dazu kommen Alex. Hallo, Philipp. Du bist derjenige, der hier eigentlich weiß, wie der Hase läuft und am meisten erzählen kann. Genau, also Alexander Klein, mein ehemaliger Chef. Wir saßen jahrelang nebeneinander und er ist hier quasi der Verwalter, der Chef dieser Sammlung. Und er nimmt sich jetzt die Zeit und erzählt uns mal ein bisschen mehr, als ich das kann, weil ich seit vielen Jahren ja hier nicht mehr direkt mit zu tun habe. Wir haben halt im ersten Teil schon die Frage gestellt, wie viele Autos? Also hier in der Halle, Philipp, haben wir so 450 Autos, die wir einlagern. Die Sammlung ist aber deutlich größer. Wir haben rund 770 Autos bei uns im Gesamtbestand, aber auf verschiedene Hallen verteilt. Aber hier ist unsere zentrale Logistikfläche, wo die Autos auch verteilt werden, die dann draußen auch arbeiten in der Welt, die Geschichte von Porsche und der Heritage erzählen. Und deswegen freut es mich natürlich ganz besonders, dass du heute mal reinspielst. 770 Autos, da müsst ihr ja eigentlich schon ein System haben, dass man überhaupt weiß, wo die ganzen Autos in dem Moment immer sind, oder? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ne? Ich meine, bei 70 Autos kann man sich noch überlegen, der GT3 steht da, der GT2 ist da, aber es geht ja bei 770 Fahrzeugen nicht. Ne? Ja, also es ist schon so, dass wir wissen, wo die Autos sind. Das ist auch gut so. Die Autos haben eigene Identifikationsmerkmale. Also wir gucken jetzt nicht nach einer Modellbezeichnung, weil es gibt natürlich viele 911 Carreras, da kommst du schnell ins Schleudern. Es gibt natürlich auch viele ähnliche Farben, deswegen haben alle Autos nochmal eine separate Kennziffer und anhand von der lässt sich sofort identifizieren, handelt es sich um Serienfahrzeug, Prototyp, Rennsportwagen und mit der Nummer kannst du dann auch genau gucken, wo ist das Auto gerade unterwegs. Und habt ihr da systemtechnisch ein System hinter, dass man auch sehen kann, wo war das Auto, wo ist das Auto, wie so eine Art Disposition oder so eine Richtung? Genau, wer ist wann damit gefahren, wie viele Kilometer etc. Und bei Autos, die dann bei Veranstaltungen sind, haben wir teilweise dann auch systemseitige Möglichkeiten zu sehen, wo fahren die denn gerade, weil wenn die irgendwo mal Fragen haben nach dem Weg oder sonst wie ein technisches Thema, dann können wir direkt auch dorthin fahren und sagen, wir helfen dir. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen so, wie könnte man so ein Auto vergessen, aber bei 770 Autos, jeder macht ja auch mal Urlaub, weißt du, dann wird so ein Auto mal während des Urlaubes irgendwo hin verliehen, weil da gerade eine Veranstaltung ist und irgendwann fragt man sich eigentlich, ey, wo ist das Auto eigentlich? Ja, nee, also das hat bis dato tatsächlich noch nicht passiert. Also wir fahren mit den Autos nicht im Urlaub. Nein, nicht mit dem Auto, sondern dass während ihr im Urlaub seid, trotzdem so ein Auto hier mal schnell gebraucht wird die Vertretung sagt, hier kannst du den 944 haben und so weiter. Ne? Ja, aber deswegen ist die Halle ja mit einem Betrieb ausgestattet. Das heißt, wir haben hier Dienstleister, die Autos zur Verfügung stellen, die natürlich auch wieder entgegennehmen, reinigen, Kilometrierung aufschreiben, gucken, ob der TÜV abgelaufen ist und solche Sachen. Also der ganz normale Umgang im Auto wird uns mit Unterstützung angeboten, aber wir selber wissen natürlich, wo geht es denn hin. Und wenn du dir vorstellst, wir bedienen ungefähr 30 verschiedene Länder im Jahr mit den Autos, ist es nicht nur, dass die weg sind, sondern du musst auch natürlich den Überblick behalten, wo sie sind. Da habe ich eine interessante Frage, Thema Zoll. Bestimmt bei diesen Wertgegenständen auch kein Thema, da gibt es wahrscheinlich mehrere Personen, die dafür zuständig sind. Wie läuft sowas, wenn ich ein Auto für, keine Ahnung, 5 Millionen, also erstmal kann man den Wert ja eh nicht beziffern bei vielen der Autos, weil es ja eher eine Rarität ist, da kann man jetzt ja nicht sagen, es ist eine Million oder 5 oder 10 oder 3 oder 0 Wert. Wie macht man das beim Zoll? Gilt das dann nur als Leihgabe? Also kann man das wirklich als Leihgabe in so ein Land einführen und dann als Leihgabe wieder rausholen oder muss man dafür eine Art Kredit hinterlegen, dass es wirklich wieder zurückgeführt wird? Also das ist eine gute Frage, die du stellst. Wie viel Zeit hast du denn? Es reicht die Aussage, es ist sehr aufwendig. Es ist tatsächlich aufwendig, weil natürlich mehr und mehr Länder zu Drittländer werden. Das heißt, du hast zum Beispiel Großbritannien, was aus der EU raus ist, wird behandelt wie Schweiz, wie USA etc. oder China. Das ist eine ganz andere Abwicklung wie in einem Binnenland. Aber dadurch, dass wir hier direkt auch an dem Ort, wo du gerade bist, alle Zollabwicklungen und Frachtabwicklungen selber vornehmen oder zusammen eben mit der Zollbehörde, bleibt dieses Know-how bei uns hier quasi im Hause. Ja. Aber es sind unterschiedliche Frachtpapiere, die erforderlich sind und teilweise musst du dann auch in das Land, wo du einführst, dann auch eine Sicherheit hinterlegen, damit du es auch wieder aufführst. Gibt es ein Auto in eurer Sammlung, was fehlt, was ihr gerne hättet? Es gibt Autos, ja. Auch also wo wirklich alle intern sagen, Alter, das Auto, das hätten wir damals unbedingt nehmen sollen. Ja, auch das gibt es in der Tat. Das ist aber auch der Natur der Sache geschuldet. Wir hatten ja auch nicht immer nur ganz erfolgreiche Jahre. In den 90ern waren wir froh, dass wir die Autos, die wir gebaut haben, dann auch verkauft bekommen haben. Deswegen haben wir dann auch alle Autos verkauft. Ja. Mhm. Und hast du dir damals kein Auto weggestellt, aus dem, was du hättest an den Kunden verkaufen können. Deswegen gerade in dem Motorsportbereich der 90er Jahre kann man ganz
offen sagen, fehlen uns gerade die 3,8 Liter RSRs, 964, 993 RSR zum Beispiel. 993 GT2 Straße haben wir vorhin gehabt. Straße zum Beispiel oder auch 968 Turbo S oder RS, das waren die Autos, die damals ja eher limitiert waren oder sehr limitiert waren, teuer waren und dementsprechend hat man sich auch nicht leisten wollen, die in der Sammlung wegzustellen. Würdet ihr beiden sagen, es gibt ein Modell, was ihr nicht kennt? Aus euren Jahrgängen Porsche technisch? Oder schon so, weil es kommt wie aus der Pistole geschossen. Ja, es gibt Modell, ja viel, viel kurioses Zeug. Ja. Also da kann schon was dabei sein, was wir nicht auf Anhieb kennen. Aber das, was tatsächlich bei uns vom Band lief, das kennen wir schon. Danke. Ja, ich wollte gerade sagen, also mir würde jetzt kein Auto einfallen, das ich nicht kennen würde, das aus Porsche-Produktion stammt. Ja. Was danach kommt, ist ja immer noch mal ein Thema für sich. Was mich immer mal wieder überrascht, teilweise wirklich aus den Socken haut, sind manche Ausstattungsfarbkombinationen, Sonderbestellungen und so weiter. Da gibt es immer noch Überraschungen. Ja, aber ist ja auch logisch. Ich meine, guck mal die 80er Jahre an, die Turbokunden. Ja, da gab es mal Flachbau hier und mal grünes Leder dort und braunes Dach. Und auch beim 27 RS gab es wohl einen, der hat sich das Auto bestellt mit Kuhfell innen drin. Ja. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen, das Auto, weil es dann noch in privater Hand ist. Aber wir wissen zumindest, dass es eins gab, das ausgeliefert wurde. So. Aber ich finde, das ist definitiv ein Job und Know-how, was man nicht in kürzester Zeit lernen kann, sondern entweder man weiß es einfach seit Jahren. Weißt du, man fühlt sich da so rein und hat einfach Interesse an den ganzen Modellen, weil weiß man selber, wenn man sich das von heute auf morgen alles merken müsste, da wüsste ja so. Das ist schon, glaube ich, ein langjähriger Prozess, schon. Das alles zu speichern. Allein schon, ich kann mich erinnern, als ich mal im Museum angefangen habe, als Museumsguide oder Museumsführer, bis ich die ganzen 356 Modelle auseinanderhalten konnte, also Gmünd, VA, bla bla, also um sie jetzt nicht zu sehen, das hat lang gedauert. Aber der Vorteil ist irgendwann, wenn du die Autos immer um dich herum hast, fängst du an, die Unterschiede zu erkennen viel einfacher als aus Büchern oder aus dem Internet. Also es ist schon intrinsisch, also das kann ich bestätigen, das was der Benny sagt. Natürlich kennt man jetzt beim Vorbeigehen, so gut wie jedes Auto, aber du hast natürlich auch Phasen, wo du dich dann mehr beschäftigst. Also wenn jetzt GT3 oder Turbo oder RS, wie auch immer. Und wenn du da einfach nochmal tiefer einsteigst, aus Eigeninteresse, also intrinsisch, dann kriegst du dann nochmal eine andere Dimension. Ja. Also obwohl du schon Bock aufs Thema hast, hast du dann trotzdem noch Bock, noch in die Tiefe reinzugehen. Genau. Und das ist halt auch geschuldet dem Thema Porsche. Es macht halt einfach auch Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil der Kosmos einfach so groß ist. Okay. Deswegen, also ich habe da immer noch Lust drauf und das hört ja auch nicht auf, wenn ich hier die Halle dann abends abschließe. Und du sagst GT-Fahrzeuge? Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier mal gucken. Weil ich glaube, hier ist GT-Fahrzeug einiges platziert. Um nicht zu sagen alles, oder? Da ist GT mal groß geschrieben, ein paar R sind auch noch untergemogelt, aber der ist natürlich sehr nah am GT dran. Du stehst ja hier schön neben dem GT3 RS 996er, der ja, ich glaube, mehr denn je mittlerweile zum Kultauto wird. Ich finde es mega. Gab es ja auch noch mit Schriftzug in Hellblau, ne? Gab es in Hellblau mit Schriftzug in Hellblau, genau. Richtig. Waren die immer weiß? Nee, man konnte aber schon noch eine andere Farbe nehmen. Nur in der Grundauslieferung waren die weiß-rot, weiß-hellblau. Aber auch da ist natürlich der Freiheit keine Grenzen gesetzt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es welche gab, aber bestimmt PTS macht auch vor dem GT3 RS nicht halt. Ja, ich glaube, also GT3 in dem Orange, den gibt es, der fährt auch hier in Stuttgart rum, gab es auch als Presseauto, glaube ich. Aber bei dem RS bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es Sonderwunsch war. Von Bildern her kennt man ja immer weiß mit Rot oder halt weiß mit dem Hellblau. Ne? Und auch in der Reihenfolge weiß mit Rot deutlich häufiger als weiß mit Blau. Man sagt ja 200 ungefähr weiß-blau. Genau. Gut, ist ja abgeleitet vom 27 RS, war ja damals halt die Sonderfarbe. Damals noch mit weiß-rot, weiß-blau, weiß-grün. Ist es ja auch der erste RS, der dann nach dem Carrera RS wieder aufgeschlagen ist. Einer meiner persönlichen Favoriten, glaube ich, sage ich jedes Mal, 959, vor allem hier als Sportvariante. Das heißt? Naja, also das Auto ist ja sowieso legendär, ja, nicht bloß weil er rot ist, sondern weil er natürlich auch die weißen Felgen hat.
nicht in Anlehnung an den legendären Automotor- und Sporttest von 1990, sondern es ist das Auto, welches gegen F40, gegen Yellowbird, gegen AMG Hammer Coupé angetreten ist und mit 339 Spitze damals immerhin der zweitschnellste war. 515,3 PS. Aber jetzt so sieht man mal, wie breit das Ding eigentlich so ist. Ne? Das, ja. Es ist schon spacey, ich muss überlegen, zu der Zeit war das Maximum quasi der Turbo, 911 Turbo mit 300 PS zu der Zeit, 3,3 Liter und oder ein Carrera 3,2 Liter mit 231. Das fährt ja auch so, es fährt genau wie ein doppelter Turbo, deswegen ist es ja ein Doppelturbo. Ja, das ist schon ganz cool, da wo der Carrera aufhört, ja, fängt der Turbo an zu funktionieren, da wo der Turbo aufhört, fängt der 951 an zu wirken. Stimmt. Ich weiß auch, als 991 GT3 RS rauskam, der erste so mit den Entlüftungen, dachte man so, das ist es, da kann Porsche unmöglich nochmal einen draufsetzen. Ja. Das ist gefühlt schon Rennauto für die Straße. Wenn du ihn jetzt aber gegenüber dem 992 GT3 RS siehst, ist es ja ne, nochmal eine andere. Geht immer ein bisschen mehr. So, da stellt man sich tatsächlich die Frage, wie soll jetzt nochmal wieder eine Schippe oben drauf kommen? Ne? Sind wir ja bald. Ja, ja. Ja. Sind wir ja bald da, kann man. Mittlerweile fährst du fast das DTM-Auto auf der Straße, ja. Also da ist kaum mehr Unterschied. Wahnsinn. Hier immer die andere Farbkombination, genau. In weiß-hell-blau. Die ich persönlich sensationell finde. Ist auch natürlich extrem geil, wenn man die beiden Autos jetzt nebeneinander irgendwo hinstellt, ne? Ja, dass man tatsächlich zwei Exemplare in den beiden Farben hat. Was ist euer Favorit jeweils von den ganzen Autos hier so? Also nehmen wir mal Carrera GT außen vor von den ganzen 911er GT-Modellen. Ich muss überlegen, fang du an. Naja, also mein... Also der direkt so im Kopf... Direkt, dann sage ich auf jeden Fall 996 GT3, erste Serie, hinten mit Bananenflügel. Echt? Ich liebe 996, fährt so gut, hat so eine tolle Vorderachse, so agil das Auto. Ist auch noch nicht so laut, ist noch nicht so aggressiv, aber es ist in sich so geschlossen, der Beginn der Legende GT3. Mhm. Für mich wäre es der 959. Okay, das ist natürlich auch dann die Superlative. Ja, deswegen trägst du auch Boss vorne drauf. Ich hätte tatsächlich 907 GT2 gemacht. Ah ja, okay. 907 GT2 wäre so meins, das ist irgendwie so meine Zeit, das war so, die Autos waren immer schnell, die waren stark, die hatten Leistung, so Heckantrieb war immer so, man wollte damals immer normalen 907 auf GT2 Optik umbauen. Das war so. Ja, stimmt. Deins, Nico? Steht hier 992 GT3 RS? 992 GT3 RS. Jetzt gerade noch nicht rumgeguckt. So neu hier schon, Alex? Lass überlegen. Ne, ich habe keinen. Wir müssen in die Tabelle gucken, wo er gerade ist. egal, dann ist es auf jeden Fall der 991 GT3 RS. Echt? Okay. Ich finde, das sind wirklich Autos, die werden immer geiler, finde ich. Also natürlich hat jedes Baujahr seinen Charme, aber es wird wirklich... Ist bei sowas immer witzig, wie jeder anders denkt. Ja. Weil wenn man sich jetzt hier, ich führe es hier mal so durch, von Alex den besagten 996 GT3 anguckt, ist das ja wirklich, also ich verstehe es, weil gerade wenn man von vorne auf das Auto guckt, ist das so ein bisschen wie so ein bisschen diese alten DTM-STW-Zeiten, finde ich irgendwie, weil es halt noch sehr nah an den normalen ist, dann aber schon das gewisse etwas mehr ist. Ich glaube, da haben wir einen ähnlichen Geschmack, so diese Parallele zwischen Rennsport, aber für die Straße mögen wir, glaube ich, beide sehr. Und das ist auch einer meiner Favoriten hier drin, definitiv. Krass, wenn du mal guckst, 964 RSR hatte zu seinen Spitzenzeiten 360 PS als Le Mans Auto. Ja. Und genau bei dem Level, wo quasi der luftgekühlte Motor als Rennmotor aufgehört hat, hat der GT3 angesetzt. Ja. Und das war schon, das hat jetzt den Elfer nochmal auf ein komplett anderes Niveau gehievt. Und seitdem ist es ja quasi Seriensieger. Der ist ja eingestiegen mit dem Klassensieg Le Mans, gleich 2000. Und das ist ja der erste GT3. Wird 25 jetzt. Genau, wird 25 und steht quasi für den Beginn dieser GT-Ära. Quasi dann die Evolution der Carrera RS. Eigentlich auch krass, 25 Jahre, ne? Wenn man sich so überlegt. Ja, und wenn du jetzt einen frischen nimmst, der wenig gelaufen hat, wirst du dich da heute reinsetzen und immer noch feiern, wie geil das Auto fährt, ne? Ja. Definitiv. Definitiv. Absolut. Das ist ja Archetyp quasi für die Serie selber. Ich meine, die GT3-Serie war ja auch nur kurz vorher letztlich begründet mit dem Auto. Das ist völlig unmissverständlich verbunden. Verstellbare Spoiler. Mhm. Also. Ihr habt wirklich eine gute Farbauswahl. Guckt ihr auch gezielt nach Farben oder läuft das so zu? Nee, das läuft nicht so zu. Also in der Regel
nimmst du gerne die Kommunikationsfarbe, also das, die Farbe, mit dem die, das jeweilige Modell im Prospekt abgebildet ist oder auf den Kommunikationskampagnen. Damals gern Orange kennt bei jeder, der 907 GT3 RS. Yes. Aber wir nehmen dann zusätzlich noch gerne eine Fehlfarbe, ein Farbversuchsfahrzeug, um eben dann auch im Museum, wenn die Leute dann zu uns kommen und natürlich auch dementsprechend auch einen Eintritt zahlen, dass die was sehen, was halt draußen auf der Straße nicht so rumfährt. Deswegen ist es gut gemixt, glaube ich. Weil das Gelb finde ich auch unheimlich. Signalgelb vom Carrera RS 2.7. Das nennt sich Signalgelb, weil ich finde eher, dass es gar nicht so signalkräftig ist, sondern eher, ich finde eher eine weiche Farbe so ist. Ja, die ist sehr warm, ja. Die ist warm, aber da steht auch ein bisschen Schatten. Aber in der Tat, das ist der Farbton von dem legendären 2.7 Bürzel RS. Weil wenn man jetzt so das alte Gelb dazu sieht, ist das schon irgendwie geil, ne? Ja, das ist schon der. Ich finde das Blau hier auf jeden Fall. Ja, genau. Das wildes Blau, dann wildes Grün. Es kommt mal vor, dass man vereinzelte Autos häufiger hat, wie jetzt eine Handvoll 918 oder Carrera GT. Nee, die Nachfrage ist halt da. Du brauchst halt ein Auto im Museum, die Leute wollen es sehen. Du brauchst was für Journalisten, die wollen damit fahren. Wir wollen dann draußen in den Märkten unsere Geschichte erzählen, schon hast du drei. Ne? Und jetzt, wenn du noch irgendwie ein Partnermuseum hast, um eins hinzustellen, brauchst du schon vier. Ja. Ah, da ist der GT1 Straße. Ich dachte, die sind beide weg. Der Benni ist ja eigentlich dein Auto. Das ist die ganz günstige Abteilung hier. Das ist tatsächlich mein Auto, ja. Endlich sagt es mal einer laut. Wieso? Nein, Spaß. Ich hänge nur sehr an diesem GT1 und sag mal, früher, als ich noch mehr mit der Sammlung zu tun hatte, haben wir schon immer darauf geachtet, dass das Auto auch eingesetzt wird, weil bis vor wenigen Jahren wurde ja die Geschichte von den Dingern nie so richtig erzählt und weitergetragen. Aber wir haben natürlich Bennys Wunsch Rechnung getragen und geben ihm natürlich auch im Nachgang da recht. Die Autos müssen fahren, das macht ja auch Sinn. Auch wenn sie natürlich im Straßenverkehr jetzt sehr auffällig sind, das muss man sagen. Und vielleicht für den Straßenverkehr auch nicht so verdammt gut tauglich sind, weil es sind ja einfach Le Mans Autos. Haben Sie trotzdem Kennzeichen? Wir fahren da regelmäßig mit durch die Gegend. Das letzte Mal, wo waren wir? Großglockner, aber mit dem 98er Auto. Mit dem 98er Weißen, Auto, genau. Richtig. Aber mit dem sind wir zumindest mal von St. Moritz mal nach Como gefahren, über die Alpen. Also der ist schon regelmäßig im Einsatz. Wie viele gab es davon? Ganz, ganz wenige. Nicht? 21. Ja, du brauchtest auch die für die Homologation damals, um in der GT1-Klasse zu fahren. Du hattest dann für 98 nochmal ein anderes Modell, das sieht auch etwas anders aus. Und dann brauchst du bloß noch ein Auto zur Homologation. Wenn man den Marktwert betrachtet, müsste das auch wahrscheinlich das wertvollste Auto hier sein? Och, ja, Marktwert, weißt du, das ist ein bisschen wie Börse. Ja, ja klar. Aber wovon reden wir mittlerweile hier? 10, 15 Millionen oder so in dem Dreh? So ist die Range ungefähr von GT1 Straßenfahrzeugen. Also bei Motorsportfahrzeugen kann das durchaus nach oben nochmal abhauen. Ja, aber die sind alle in der ähnlichen Range. Ja, das ist ja quasi dann der. Das ist wirklich eine Besonderheit. Das ist quasi dann der Werkswagen, das Homologationsauto am Ende. Den erkennst du immer daran, der hat keine Schiebefenster. Mhm. Alle Straßenfahrzeuge haben sonst dieses Schiebefenster, das hat der nicht. Das macht den nochmal zu etwas ganz Besonderem. Also quasi eine Vorserie von der Sonderserie, dann auch noch ein Carbonscheibenrahmen und solche. Ja, stimmt, also ein paar Gimmicks hat er, die einfach nochmal anders sind. Aber fahren tut er genauso wie die anderen, genauso gut. Und auch jetzt, Gott sei Dank, regelmäßig. Und fährt überraschend normal. Aber das ist dann halt schon auch eine Aufgabe, wenn man halt so ein Auto, also egal wie gut man Auto fährt, das ist halt, es kann immer was passieren. Also man muss ja auch viel mehr auf die anderen Teilnehmer achten, weil es kann ja auch immer mal einer unachtsam Handy raus, ein Foto von dem Auto machen, bumm, ist er da reingefahren. Ne? Also du musst das Fahren planen, weil hier siehst du nichts raus, da siehst du wenig raus, kannst auch nichts runter machen. Ja? Das Auto ist wahnsinnig lang, es ist wahnsinnig breit und du hast vorne vor der Vorderachse einen großen Überhang. Mhm. Das heißt also, du solltest nicht unbedingt unebene Straßen fahren, du solltest also weit geschwungene Straßen wählen, dann macht das, naja, Sinn, weiß ich nicht, aber dann fährt es sich zumindest sehr gut auf einer Straße. Sinn machen tut es tatsächlich. Aber ist geil, das reicht ja nicht. Ja, wir haben mal eine Kommunikationsmaßnahme mit Mark Webber gemacht, dann sind wir von St. Moritz im Rahmen von dem Event nach Como gefahren. Und ich sag mal, das war wirklich abenteuerlich, vor allem wenn du dann
der Schweiz aus nach ein paar Passstraßen, die super easy mit dem Auto zu fahren sind, als und Mark Webber ist ja wirklich ein Profi, als wir dann nach Como kamen und die Straßen immer enger wurden und dann auch Gegenverkehr, also in Form von LKWs und Transportern kamen, da ist man schon ins Schwitzen geraten. Es hat aber alles wunderbar funktioniert, bis zu dem Moment, als wir auf die Eventfläche fahren wollten, dann ging der nicht hoch, weil da so ein kleiner Stein unten war. Du konntest das Auto vorwärts nicht da hochfahren. Und dann ist der Mark halt rückwärts gefahren und es war sensationell professionell gut. Geil, weil er das auch gleich gesehen hat und geschnallt hat, ne? Aber Carrera GT in Schwarz wäre genau meine Farbe. Ja. Irgendwie, also man kennt ihn immer in Silber, ist so die klassischste Farbe, finde ich, einfach für Carrera GT, aber Schwarz auch. Auch geil. Na, wir freuen uns auch über den roten, aber den sieht man noch selten. Aber du siehst, die Beliebtheit von den Carrera GTs ist nach wie vor sehr hoch, sonst würde jetzt gerade, wir kamen ja gerade von der Messe, Retro Classics in Stuttgart, hast du ja vielleicht auch gesehen, gibt es ja mittlerweile sogar Fahrwerke wieder für das Auto. Ja. In Zusammenarbeit mit dem großen Fahrwerkhersteller gibt es ja jetzt tatsächlich Upgrades. Also selbst 25 Jahre danach beschäftigten sich die Leute noch mit dem Carrera GT. Das heißt, ist ja auch schon 25? Ja, also ja. 2003. Ja. Ja, also knapp. Boah, aber er geht auf die 25. Wie ja? Die Zeit fliegt, ja, ne, dafür, dass es ja immer noch in Anführungsstrichen eigentlich ein Hypercar ist. So, ne? Wurde bis heute jemand, der es bewegen kann, immer noch. Oder wurde letztens sogar gewählt als das ultimative Analog-Hypercar. Zeit fliegt. Ja. Ja, okay, jetzt sehe ich jede Menge Kennzeichen hier. Ja, du bist jetzt auch tatsächlich im Fahrpool gelandet, deswegen die Kennzeichen dran. Viele GO-Kennzeichen, das ist quasi die Heimatadresse unserer Abteilung, wo wir aufgehängt sind, damit wir auch das erkennen, dass die Autos zu uns gehören. Aber in der Tat, wir haben so 170, 180 Autos im zugelassenen Bereich. Das ändert sich jedes Jahr. Je nachdem, welches Thema wir unterstützen, melden wir die Autos dann da um und haben dann diese Schätzchen dann für Journalisten, für Marketingzwecke am Standort oder halt draußen in den Märkten parat. Das heißt, wenn irgendwie mal ein Jubiläum ist, kann es tatsächlich passieren, dass sich einer ein Auto ausleiht und für seine Veranstaltung dann auf einmal wieder erste Generation Boxer oder so fahren kann. Naja, also das muss schon eine vernünftige Veranstaltung sein, die zum Thema passt. Also keine Ahnung, also kein Gartenfest oder so. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, der Markt Middle East sagt, Mensch, wir haben Turbo-Jubiläum, wie fährt denn eigentlich ein alter Turbo? Hast du mir was zum Vergleichen? Dann sind die Fahrzeuge auch dafür da. Aber immer nur konzernintern oder könnte auch übertrieben gesagt irgendein großes Industrieunternehmen sagen, ich hätte eigentlich gerne mal so ein Auto hier, warum, wieso, weshalb auch immer. Würde man die auch so an extern rausgeben oder auch wirklich nur intern? Also ist es tatsächlich für Tochtergesellschaften, die mit den Autos arbeiten, um eben Werbung zu machen, für Kunden die Fahrzeuge als quasi Heritage-Line-Up mit einzubinden oder eben das neue Produkt zu kommunizieren. Das ist Sinn und Zweck. Ja. Oder eben ein Jubiläum. Das hier muss auch irgendwas Besonderes sein, oder? Mit diesem Gold-Bronze. Ja, Gold-Bronze, 25 Jahre Boxstern. Auch da sind wir schon wieder 25 Jahre bereit. Du siehst, die Zeit verfliegt komplett schnell. Das war ja erst vor zwei Jahren. Gerade im Kopf überlegt, zwei, drei Jahre ist es Und hier für Kennzeichen-Fetischisten. Ja. SG-193, ja, genau. GO bedeutet Geschäftsleitung Öffentlichkeitsarbeit, also die Presseabteilung ist damit gemeint. Das wird nur im Volksmund als GO tituliert. Aber sieht doch cool aus, irgendwie S-GO. Ja, ich weiß nicht. Aber es gibt auch ganz viele mit VM, das ist ein Vertrieb Marketing, die haben wir auch, die Autos, oder EM, Entwicklung Motorsport, also es hat tatsächlich auch eine Bedeutung, die dahinter steckt. Sieht man bis heute ultra selten, Carbonfelgen. Wäre der Next Step für die Limo, oder? Ich mag es ehrlich gesagt optisch nicht so, ich ganz ehrlich, weil ich nicht so, also bei mir sind Felgen auch ganz häufig silber oder eher hell und nicht dunkel. Ich bin nicht so Typ dunkle Felgen eigentlich. Hand drauf mag ich überhaupt nicht. Hasst er wie die Pest. Weil es sieht immer dreckig aus, so finde ich einfach. Ist immer so ein bisschen so ein Schleier drauf. Man kann sich auch schwer sauber halten, außer du fährst wirklich aus der Waschstraße gerade raus von der Handwäsche. Und das hat Carbonfelgen halt auch so ein bisschen. Aber technisch gesehen ist es halt einfach geil, ne? Das muss man schon sagen. Auch wenn die Sonne genau auf die hintere Felge scheint, jetzt die Sonne drauf. Das sieht natürlich richtig cool aus. Das war auch so ein Jubiläum-Sondermodell, ne?
Ja, Jubiläum Sondermodell nicht ganz, aber es ist ein Fahrzeug aus der Exclusive Series, ja. Ein 911 Exclusive Series. Sehr selten als Cabrio, gab es 500 Stück davon, also insgesamt. Davon nur sehr wenige Cabrios, 580 PS. 607 sogar. 607. Das ist der dicke Motor, ja? Sorry, das stimmt. Ist der dicke Motor. Ne? 607, richtig. Auch mit dem Streifen auf dem Cabrio-Dach, das ist ja. Schon... Habe ich damals nämlich tatsächlich, das war so eins der Autos, was ich mal mitbekommen habe, als es wirklich noch neu bestellbar im Katalog, ja. Mal so ein bisschen durchgeklickt. Mhm. Aber auch cool gemacht. Ne? Sie schön einlackiert, beziehungsweise den Rest lackiert und das so gelassen. Ja, ich mag den Blick von hier dann so weit und... Eine Sache fehlt mir bisher noch, aber ich glaube, da kommen wir jetzt hin, sind alte Autos. Wir haben bisher relativ vieles Neues so gesehen und ich glaube, viele denken bei Museum, Sammlung und so weiter auch eher an die alten Objekte. Aber ich sehe, da kommt auch noch. Ja, da vorne, man kann es ja richtig schon erschnuppern, da geht es in Richtung ganz historisch relevante alte Autos. Auch das gehört natürlich zum Museum, weil das Sammeln als solches ist ja nicht nur das Wegstellen, sondern es muss ja einen Sinn und Zweck haben. Also wir haben Seelenautos, wir haben Motorsportautos, wir haben auch Entwicklungsautos oder Showcars, um eben ja, die Idee zum Modell von wirklich der Sekunde 1 an, auf einer Messe zum Beispiel, bis hin zum späteren Produkt mitzubegleiten. Das macht natürlich dann die Kommunikation sehr stringent und dementsprechend siehst du auch viele Zwischenstufen von Autos. Ich muss einmal unterbrechen, Nico, du musst einmal reinfilmen. Ich werde abgelenkt hier. Wie geil, so ein Cup-Auto mit diesem gefühlten 5-Grad-Sturz vorne immer. Ja. War ich mal auf einer... alles lackiert, ne? Also Airbrush-mäßig, ne? Und auch die dunkle Scheibe. Stimmt. Ist ein Schoker. Ist Schoker, okay. War ich mal mit Selim auf einer Techno-Klassiker letztes Jahr. Wir standen auch vor so einem Cup-Auto und haben darüber diskutiert, was der wohl vorne einen Sturz hat. So, weil Selim guckt auch so drauf und sagt, nee, so, ich sag so, nee, das muss so und so viel sein. Und dann war wirklich mit der Handywaage, kannst mit dem Handy gucken. Wir waren tatsächlich über 5 Grad, wir waren glaube ich sogar 6 Grad Sturz vorne. Okay. Das lenkt gut ein dann. Das war schon echt. Aber apropos Kuriositäten, darfst du auch hier auch mal gucken. Zum Beispiel hier, das Auto ist übrigens unrestauriert. Unrestauriert? Unrestauriert, Erstlackauto. Und das Kuriose ist nicht bloß der tolle Lackwerk, grün metallic, sondern der Sitzüberzug. Das ist nämlich gar kein Überzug, sondern es ist der Sitz selber. Fest eingenäht, ne? Sieht man hier. Also nicht diese Baumarktbezüge zum Kuscheln, sondern so ist der Sitz. Aber der ist unrestauriert, Wahnsinn. Ja, das wäre doch auch mal was für ein Audi, ne? Vor allem, ich hätte noch nicht mal gedacht, also dass über die Jahre der Zeit überhaupt möglich ist, das so zu erhalten. Ja, so zu erhalten, ne? Weil es ist ja wirklich auch die ganzen Aluteile und alles. Ja, also da hat keiner Hand angelegt, ja, und immer nur mit gepflegtem Gesäß gefahren worden. Ja, ich würde auch echt ungern der Lackierer sein, der hier irgendwas beilackieren muss. Das ist doch irgendwie Lesonal, Glasurit, ganz Speziallack, kann ich mich noch erinnern. Das war Sonderlack, ja, in der Tat. Ja. Wie viel Platz hier so früher? Da bleibt das Auto sauber. Früher das waren richtige Kotflügel. Ne? Die waren halt eben so tief eingelassen. A natürlich, weil die quasi Käfervorderachse das vorgibt. Und vor allem ist halt der Dreck dann wirklich im Radkasten geblieben und ist nicht über die ganze Karosserie. Aber allerdings ist der Rost dann auch im Radkasten geblieben. Der hat sich dann mitentwickelt. Ja. Das ist die Klimaanlage. Wahnsinn. Na, das ist ein sehr frühes Auto, ein Gmünd Cabrio. Das ist eines der ersten knapp über 50 Autos, die Porsche quasi noch in Österreich gebaut hat, bevor es 1950 dann hier in Stuttgart mit der Produktion weiterging. Und noch besonders mit einer Sonderkarosserie dann nochmal oben drauf. Das konntest du nämlich damals dann auch so haben. Du konntest dann das quasi nur das Fahrgestell kaufen oder bei den Karosserier, ja, was man aus den 30er Jahren noch kannte, dann dir dementsprechend dann den Aufbau dann geklopft hat. Dazu kaufen, richtig. Geklopft ist ein guter Punkt. Einer der Hauptgründe, warum diese 356 so rund sind, ist die Tatsache, dass sich runde Flächen und Formen leichter klopfen lassen als Ecken und Kanten. Mhm. Also sehr pragmatisch entworfen, praktisch. Gibt noch einiges zu entdecken hier, aber Alex... Ja, in jeder Ecke gibt es natürlich eine gute Story. Philipp, ich hätte es dir gern noch ein bisschen näher gebracht, aber ich muss tatsächlich mal kurz ins Büro abtauchen. Heritage muss nach vorne gebracht werden, also es lebt das ganze Thema. Alles vielen gut. Dank für vielen deinen Dank. Besuch. Ja. Benni, Philipp ist bei dir in besten Händen. Wir gucken noch ein bisschen weiter. Okay. Danke für deine Zeit. Danke, Alex. Ja, den müssen wir uns einmal angucken. Ja. Wilde Nummer. Ja. Vor allem, fass noch mal an.
Aber sieht auch wirklich, also da ist es auf jeden Fall mit dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal Dakar-Sache, ja, gelungen. Das ist ja schon ein auffälliges Auto, ja, aber der Edith, der einfach nochmal eine Nummer mehr auffallen will, ja, der fährt da hier mit durch die Gegend. Ne? Weil man würde echt zweimal überlegen, ist das jetzt original, ist das hier irgendwie Bodykit mit Scheinwerfern, ja, und so weiter. Ja. Nee, es ist tatsächlich... Es ist von Werk, es ist ein Einzelstück und es ist noch ein 991, also weit vor dem 911 Dakar, ja, den, ja, es jetzt quasi gibt oder mehr oder weniger gab. Und das Auto, das ist auch so eine schöne typische Porsche-Geschichte. Hier kann ich noch aus dem eigenen Nähkästchen erzählen, weil damals war ich noch hier in der Sammlung, da haben wir irgendwann, der Alex und ich, eine Info erhalten. Ah, in Weissach werden neben der Teststrecke Garagen ausgeräumt. Da sind so ein paar Autos aus Projekten, die nicht so offiziell entstanden sind. Also heißt, hier haben sich einige Ingenieure und Designer damals zusammengesetzt und haben diese Idee Dakar, also geländefähiger 911, was wir früher schon hatten, steht hier gegenüber, auch im Rallye-Sport, so ein geländefähiger 911, das für die Straße zu bauen, also für einen Kunden zum Kaufen, wäre geil. Dann haben die in ihrer freien Zeit und mit sehr vielen speziellen Ideen und Bewegungen hat man dann hier das Auto komplett so entstehen lassen, ohne wirkliche Budgets, ohne richtigen konkreten Auftrag, einfach von sich aus, also diese intrinsische Motivation, was zu machen, was es noch nicht gibt bei Porsche. Und die Jungs haben das gemacht bis hin zum Lackieren, Bauen und es fährt. Und das hat dann dazu geführt, im Endeffekt, dass über einen jahrelangen Prozess es dann zum 992 Dakar kam. Geil. Ja. Das sieht auch wild aus. Ja, Aerodynamikmodell quasi. Das war, als man das G-Modell dann hat weiterentwickeln wollen in Richtung 964 und so weiter, hat man aerodynamisch viel getestet, das Auto ein bisschen glatter gemacht. Und eine Erkenntnis aus dem 959 zum Beispiel ist diese typische Regenrinne, die hier entlang läuft beim Porsche. Sieht man hier an den beiden ganz gut. Die hat man weggelassen, weil die halt extremst, also das Weglassen hat einen extrem positiven Effekt auf die Gesamtaerodynamik. Aber auch hier schön mit, genau, Felgen verschlossen. Ja. Ja, und hier haben wir den Ursprung nochmal. Genau. Ja, Ursprung ist relativ, also Porsche hat ja in den 30er Jahren angefangen, als Entwicklungsdienstleister, würden wir heute sagen, zu arbeiten. Und man hat dann in der Nachkriegszeit diese Traktoren entwickelt, gab es auch ganz viele verschiedene. Und die wurden bis in die 60er Jahre gebaut. Quasi im Rahmen des Wirtschaftswunders sind die dann auch sehr gut verkauft worden in Westeuropa und so weiter. Und bis in die 60er Jahre sind etwas über 120.000 Traktoren entstanden. Nicht bei Porsche, sondern von Porsche. Die haben wir nicht hergestellt. Es war eine Lizenzfertigung. Und bis dahin gab es etwas unter 80.000 Porsche 356. Also die gab es in höheren Stückzahlen als Sportwagen damals. Und übrigens eine schöne Parallele zum 919 Rennwagen, den wir vorhin gesehen haben, dessen Motorblock quasi Teil des Chassis war sind. War 1:1 das, was ich gerade sagen wollte. Das fällt, genau, mir das erste Mal auf, ja, jetzt hier gerade. Es gibt eigentlich gar kein Chassis, sondern, ja, der ganze Trecker besteht eigentlich nur aus Motor und Getriebe, wo, ja, alles dran geschraubt ist. Genau, und das war die Besonderheit an diesen Porsche-Traktoren, hat ihn auch entsprechend in der Wartung und in der Herstellung einfacher gemacht für damalige Verhältnisse. Aber es ist schön zu sehen, wie solche Konstruktionsprinzipien sich immer mal wieder wiederholen, sage, ja, ich jetzt mal. Da ist übrigens ein RS2, ne? Willst du mal sehen? Also die Form erkennt man halt. Ja. Also das sofort. Ist ein Speedster-Prototyp. Speedster ist ja sehr puristisch und so weiter. Der 356 Speedster hat quasi nur so eine Art Notverdeck gehabt und so Einsteck-Kunststoffscheibchen. Und man hat diese pure Form des Speedster in den 80er Jahren mal in Form von so einem Prototypen hergestellt. Also das muss erstmal komplett hochklappen. Hier sind die Scharniere statt Wischer. Dann kannst du die Tür aufmachen, dann kommst rein. Bisschen kompliziert. Man hat es dann doch nicht so gebaut in der Serie. Vor allem auch andere Spiele, ne? Ja, genau. Mhm. Hat noch einen Beifahrersitz, aber der sitzt da nur nicht so cool. Ja, der liegt da eher so. Ja. Ne?
Ja, nebendran übrigens eine schöne Brücke zu deinem Audi oder zu Audi im Allgemeinen. RS2 kennt man ja hier und da, ist das Auto immer mal wieder in Erscheinung getreten. Absoluter Kult, finde ich. Für eins übrigens meiner absoluten Lieblingsautos, schon seit meiner Kindheit. Ein 315 PS starker Kombi war damals einzigartig. Und es ist halt noch so, das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen vermischt. Damals war das ja auch noch richtig Kombi. Also es gab Limousinen und Sportwagen und so richtig eckig halt noch den Audi 80 Kombi. Oder Avant, wie man dort so Avant schön sagt. Und dann halt dementsprechend mit Spiegel, Porsche Lochkreis und der Porsche Bremse hat man natürlich sofort immer so eine RS2 schon immer gesehen. Ja, super coole Sache fand ich oder finde ich bis heute diese Kombination aus Familienauto. Ich mag sowieso den Audi 80 B4, finde ich optisch ziemlich cool. Dann eben von Porsche weiterentwickelt, Rückspiegel vom 993 im Prinzip, Bremsanlage vom 968, später vom 993, Porsche Felgen mit einer speziellen Einpresstiefe von RS2, die Frontstoßstange im Porsche-Look und dann halt, innen nicht viel Porsche, also kleine Unterschiede. Ich glaube, nur beim RS2 ist das Audi-Wappen schwarz auf dem Hubknopf vom Lenkrad. Also so super spezielles Auto, gebaut von Porsche in Zuffenhausen. Wie war da, gibt es da eine Geschichte zu hinter, die man relativ einfach erzählen kann, wie es zu dem Auto kam? Speziell zu dem Auto oder allgemein? RS2? Also sagen wir es mal so, ein Hauptgrund war, dass Porsche in den 90er Jahren sehr viele Produktionskapazitäten frei hatte. Sprich, man hatte viele Möglichkeiten, weil es Porsche nicht so gut ging. Und es gab verschiedene Überlegungen, wie sich Porsche weiterentwickelt. Und man hat einfach damals den Auftrag erhalten von Audi, so eine Sonderversion zu bauen, weil man da einen Markt für gesehen hat seitens Audi und Porsche als guten Partner gesehen hat. Vor allem gab es ja eine spezielle Vertriebsgesellschaft, also die Arge Audi Porsche, steht auch im Fahrzeugschein, Arge Audi und Porsche, da steht weder Porsche noch Audi, sondern Arbeitsgemeinschaft. Und in dem Rahmen wurde das Auto entwickelt und vertrieben in der GmbH für sich. Der Vorteil war, wenn das Ding einen Flop oder technische Probleme hätte, dann würde es weder auf die Firma Porsche zurückgeführt werden, noch auf Audi, sondern es wäre halt die Arge und man hätte es bei dem einen Versuch gelassen. Aber man hat daran geglaubt, dass so eine sportliche Kombi-Variante, die es noch nicht gab, ihren Markt findet und recht hatte man. Die RS-Serie gibt es ja bis heute. Bis heute, ne? Ja. Jetzt können wir noch mal einmal kurz zeigen. Hatte Alex ja gesagt, dass die Autos gerne in der Kommunikationsfarbe genommen wurden. Der steht genauso, wie er da auf dem Bild ist. Der GT3 RS in Orange. Ja. Und das ist sogar das Auto. Er ist sogar das. Das müsste sogar genau das Auto sein, das wir vorhin gesehen haben. RSR mal wieder am Start hier. Ja. Der sieht auch geil aus. Ja. Flying Lizard. Auch schön auflackiert mit Glitterflakes, Lackierung. Da sind ganz viele Rennfahrer drauf abgebildet, viele mit ihren Flaggen. Also ziemlich cooles Auto. Hey, wir haben auch einen gesehen. Ja. Die ist wirklich einzigartig. Wie das Rad da hinten drin steht, ne? Das ist immer wieder der Wahnsinn. Ja. Ja, hier sind eben Rennsportfahrzeuge aller Epochen. Der einfache Grund, warum die hier vorne sind, ist logistisch. Mhm. Die lassen sich am schwersten transportieren, schieben und so weiter. Du siehst ja das Gerät, diesen Stringo, damit kommst du einfach um das Auto und ziehst das Auto hier einfach durch die Halle und raus. Es geht bei den Rennwagen nicht, deswegen stehen die hier vorne. Mhm. Ganz einfacher Grund. Mhm. Aber diese GT1-Form, die ist irgendwie auch, die hat irgendwie was. Ne? Also ich verstehe das. Ich verstehe das vollkommen, dass der Hype dahinter so groß ist oder generell, dass sie einfach so beliebt sind. Ja. Weil, weiß nicht, irgendwie das Auto ist das, wunderschön. Ist das noch mehr Auto, als so, wenn es in diese 919-Richtung geht, ne? Ja, ich finde auch, dass irgendwie diese GT1, deswegen faszinieren mich die Rennwagen auch so sehr und der Sportwagen für die Straße, den wir vorhin gesehen haben, weil es irgendwie so nah einfach aneinander ist. Es ist nah an der Serie, aber auch sehr nah am Rennsport. Ja, irgendwie. Ja, viel näher am Rennsport kannst du eigentlich gar nicht sagen. Wahnsinn. Ja.
Vor allem damals auch ganz normal haargeschaltet, ne? Das muss ja auch echt. Hier. Rennfahrer Thierry Boutsen, Belgier Alain McNish aus Schottland und René Kellenas. Kellenas BMW-Tuner gewesen. Mhm. Es gibt so eine spezielle Felge in K-Form und so. Der war halt Rennfahrer und hatte eben seine unter anderem Motorsportbude und Schienenbude. Ja, und das war natürlich dann nochmal eine ganz andere Epoche. 935 Moby Dick, also ist auch spannend. Wir haben 1, 2, 3, 935 hier nebeneinander. Das sieht man auch nicht an jeder Ecke. In drei verschiedenen Ausführungen. Ich wollte gerade sagen, ja. Bis zu, das ist der schnellste, 366 km/h schnell bis zu 366 km/h. 845, 850 PS hat der ist mit Spitznamen Moby Dick auch eines der bekanntesten Rennautos von Porsche. Fuhr in Le Mans, ist unfassbar schnell. Gefühlt wurde das Heck auch immer länger, ne? Ja, je schneller das Auto wurde. Durfte immer länger werden, man hat hier das Reglement komplett ausgereizt. Der Norbert Singer, der Aerodynamiker damals, der hat da wirklich das bis zuletzt ausgereizt, auch diese Abdeckungen über den Türen hier, siehst du, damit die Kotflügel vorne verlängert sind. Und dann ist auch noch ein schönes Detail, dazu müssen wir vorsichtig hier mal entlang zirkeln. Durchzirkeln, die Kurve halten. Oh Gott. Das sieht man hier ganz schön. Reglement ausnutzen ist immer Auslegungssache. Und irgendwie sagte das Reglement damals, dass die Grundsilhouette des Basisfahrzeugs erhalten sein muss. Das heißt, sieht man auch hier, hier ist quasi Stahlblech, original. Dann ist hier was angenietet und dann wird es anders. Ja, eigentlich wäre hier so Ende, ne? Genau, und das Auto hat zwei Heckscheiben. Eine Abdeckung und die Originalheckscheibe ist noch unten mit drin. Das siehst du nur, wenn du genau guckst. Warum? Weil man gesagt hat, naja, die Originalsilhouette ist ja da. Da. Sie ist nur abgedeckt. Hat immer Auslegung. Ja, das waren echt Zeiten. Ja, und da ist auch der ganze Unterboden ist hier quasi weggeschnitten. Ne? Dann guck da mal rein, das ist. Ja. Geht die mit der Abdeckung? Ja, bei Porsche immer praktisch. Also, das ist ja eh schon nur Alu. Ja. Also, man fährt wirklich mit diesem Gerät, was hast du so, 800 PS bis 900 PS? Ja. Fährt man wirklich in einem Alu-Rahmen? Guck mal, das ist ein Alu-Käfig hier. Mhm. Ah ja, das war ja wirklich der Ritt auf der Kanone. Also wenn du hier mit 300 irgendwo einschlägst oder so, kannst du gleich einfach. Das macht man auch nicht. Nee. Aber tatsächlich würde man das nur einmal machen. Ja. Aber, und hier darfst du auch nicht einfach irgendwo hintreten, sondern du musst aufs Alurohr treten. Sonst brichst du durch. Ja. Vor allem das Auto wird wahrscheinlich 800 Kilo wiegen. Also. Ja, tatsächlich nicht viel. So, weil das ist ja alles mit Alu und Leichtbau. Ja. Volles Programm. Weil guckt euch mal an, wie hier ein Kühler steht. Ja. Einfach mal so. Ja. Und das auch Aerodynamik ausgenutzt. Man hat da wirklich einfach ein ganz anderes Auto hingestellt. Ne? Ich finde, da sieht man es krass mit der Grundsilhouette. Wenn man da reinguckt, sieht es aus, als wäre das irgendwie im Kleid einfach drin. Genau. Stimmt, ja. Geil, aber das sind alles die Originalautos. Das sind alles Originalautos. Ja, man sieht halt, hier gefühlt hat man hier aus variabler Turbinengeometrie nochmal kurz variable Karosseriegeometrie gemacht. Ja. Guck mal hier. Man konnte das ganze Ding hinten schieben. Das finde ich auch super gut. Das ist übrigens auch ein Auto, den habe ich, da sehe ich ja zum zweiten Mal. Der war irgendwo ganz lange einfach eingelagert oder verliehen. Du siehst ja, der ist unrestauriert. Sicherlich ist er mal lackiert worden, aber es muss lang her sein. Was ich richtig schön finde, wie hier die Spiegel integriert sind in die Haube. Ganz cool. Ja, also bei den Autos merkt man, dass in der Epoche zählte wirklich einfach nur Gewinn und Schnell rein. Ja. Da war alles andere war wirklich egal. Ja. Ja, mir raucht der Kopf. Wir haben wirklich jede Menge gesehen, gelernt und mitgenommen. Benni, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Auch an Porsche, dass ich das zeigen durfte. Ich denke, wir hätten hier 30 Videos rausmachen können, aber einfach nur, um mal zu zeigen, dass wie hier mit welcher Liebe einfach noch dieses Kulturgut Porsche weiter gesammelt und gegeben wird. Ist schon mal geil zu sehen. Alleine, wenn man jetzt hier einmal von hier hinten reinfilmt, da sieht man mal die Größenordnung. Und wir sehen uns hier den nächsten. Und genau, ich habe gehört, 50 Jahre Turbo. Genau, 50 Jahre Turbo haben wir ja vorhin gesagt. Der Alex hat es ja auch angerissen, wofür brauchten die Autos. Wir begehen damit zum Beispiel Events oder machen sie selber. Und wir werden hier im Juni einen Turbo-Workshop machen, bei dem wir einfach viel über die Porsche Turbo
Historie lernen werden. Und danach gibt es auch quasi einen Fahranteil. Das heißt, man kann ein paar Turbo-Fahrzeuge fahren. Und dich haben wir eingeladen. Oder euch. Turbo-Workshop. Denkt man im ersten Moment daran, dass wir ein Turbo zusammenbauen. Aber in dem Fall geht es wirklich um die Porsche Turbo. Ja, vor allem das noch als wirklich letzter Punkt. Für uns bedeutet bei Porsche ja Turbo viel mehr als ein Bauteil. Ne? Und das vertiefen wir dann einfach. Ist halt eine Ära für sich. Das ist eine Philosophie. Geil. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke.